Knapp ein Jahr nach ihrem ersten Handschlag in Brüssel treffen sich Donald Trump und Emmanuel Macron in Washington. Bis Mittwoch wird der französische Präsident auf Staatsbesuch in den USA bleiben. Direkt danach kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei beiden Treffen dürfte der Handelsstreit ganz oben auf der Agenda stehen. Vorab bemühte sich Macron allerdings, Gemeinsamkeiten zu betonen. Es ist hier nicht meine Aufgabe zu urteilen oder den Amerikanern zu erklären, dass ihr Präsident aufgrund aktueller Kontroversen oder Ermittlungen weniger glaubwürdig ist. Glauben Sie, dass er bis zum Ende im Amt bleiben wird? Das stand für mich nie in Frage. Ich arbeite mit Herrn Trump, weil wir beide ganz im Dienste unserer jeweiligen Länder stehen. Auf dem Programm des dreitägigen Besuchs ein privates Dinner am Montagabend, gefolgt von einem Treffen im Weißen Haus am Dienstagmorgen. Dabei dürften heikle Themen für Gesprächsstoff sorgen, etwa der Atomdeal mit dem Iran, die Syrien-Krise und die Einfuhrzölle für Aluminium und Stahl, die Donald Trump im März verhängt hat. Die EU bleibt von diesen zwar noch verschont, doch die Gnadenfrist läuft am 1. Mai aus. Macron hat bereits vor seinem Besuch klargemacht, dass es für ihn bei diesem Thema keinen Kompromiss geben wird. Um einen Handelskrieg zwischen den USA und Europa abzuwenden, müssten die Strafzölle komplett vom Tisch.